Ich würde jetzt gerne sagen, es ist ungefährlich, aber das ist es nicht. Hey Unicorns, welcome back to my channel, heute mit einem kleinen Infovideo, nämlich wenn ihr dieses Video hier seht, liege ich gerade im Krankenhaus. Wenn ihr dieses Video seht, werde ich heute oder morgen, ich weiß noch nicht genau, wann das Video online kommt, operiert, was operiert werden muss, wie es mir geht und wie es deswegen auch mit meinem Channel weitergeht, erfahrt ihr in diesem Video. Okay. Bevor es mit dem Video losgeht, wollte ich euch noch darum bitten, mir vielleicht auf Instagram zu folgen. Auf Instagram gebe ich mir so viel Mühe für euch und ich würde so freuen. So sieht mein Instagram-Blog aus und ich gebe mir da sehr viel Mühe. Ich heiße da _Kim_Nala_ und wir kommen jetzt zu den Infos. Wie ich eben gerade schon erzählt habe, muss ich operiert werden und das Ganze, naja, ich würde jetzt gerne sagen, es ist ungefährlich, aber das ist es nicht. Keine OP ist ungefährlich und es ist auch kein kleiner Eingriff. Also es ist schon ein relativ großer Eingriff und ich muss danach auch circa eine Woche im Krankenhaus bleiben und werde wahrscheinlich wieder Und es wird einfach für mich körperlich wieder eine sehr, sehr anstrengende Zeit und eine Zeit, vor der ich auch Angst habe. Ich hätte diese OP schon vor einem Jahr machen können, aber ich habe mich nicht getraut. Aber irgendwann musste ich mir einfach eingestehen, Kim, du musst diesen Schritt jetzt machen und du musst jetzt dich operieren lassen. Wie ihr ja wisst, habe ich vor ungefähr anderthalb Jahren habe ich meine geschlechtsangleichende Operation gemacht. Also mir wurde quasi aus meinem Penis wurde eine Vagina gemacht. Nein, doch. Jetzt muss das Ganze einfach nochmal ein bisschen perfektioniert werden. Es muss noch ein bisschen was verändert werden. Also ich bin eigentlich mit dem Ergebnis jetzt schon super zufrieden und noch keiner, der es bisher gesehen hat, hat gesagt, oh mein Gott, das ist aber keine Vagina, sondern es ist eine Vagina und es ist sogar eine sehr, sehr schöne. Allerdings habe ich die Möglichkeiten, dass ich es nach meinen Wünschen irgendwie gestalten kann. Ich weiß, es klingt total unfair, aber ich habe so viele Nachteile dadurch, dass ich nicht biologisch eine Frau bin. Ein Vorteil muss es ja wenigstens haben. Und wenn das ist, dass ich mir meine Vagina quasi nach Wunsch gestalten kann, was nicht der Fall ist. Ich kann nicht in einem Katalog blättern und sagen, die möchte ich haben, sondern ich habe sie jetzt und kann jetzt bei der OP noch etwas verändern lassen. Allerdings ist es nicht eine reine Schönheitskorrektur-OP, sondern es muss auch wirklich technisch noch einiges gemacht werden an meinen Organen, an meiner Harnröhre. Solche Geschichten einfach. Es wird auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr körperlich anstrengende Zeit für mich und deswegen kann ich euch leider auch nicht versprechen, wie es in dieser Zeit auf meinen Social Medias aussehen wird. Denn ich weiß nicht, habe ich Internet im Krankenhaus? Wie gut ist das Internet? Kann ich Snaps hochladen? Kann ich Instagram-Fotos hochladen oder Musical.ly's? Und das tut mir ehrlich gesagt am meisten weh, weil ich liebe euch und ihr seid so ein großer Teil von mir und ich liebe es, für euch Sachen online zu stellen. Und der Gedanke, dass ich mindestens eine Woche lang wahrscheinlich online gar nicht aktiv bin, das macht mir am meisten Angst. Ja, ich bin internetsüchtig, auch weil ich halt euch habe, weil ihr so ein großer Teil von mir seid. Lesben wissen, was ich... Egal. Auf jeden Fall, ich habe auch Videos vorproduziert, also ihr braucht keine Angst haben, in dieser Zeit wird es nicht so sein, dass gar nichts online kommt. Wahrscheinlich sogar 2 bis 3 Videos pro Woche, trotzdem, obwohl ich im Krankenhaus liege. Ich würde sagen, an dieser Stelle mal einen kleinen Daumen nach oben für mich, weil ich kenne so viele YouTuber, die schaffen es nicht mal so, 3 Videos die Woche zu droppen und ich liege im Krankenhaus mit Todesschmerzen und es kommt trotzdem 3 Videos die Woche online. Ich finde, das ist einen kleinen Applaus wert. Übrigens, falls ihr das Video gerade seht, ist auf Instagram auch eine sehr, sehr geile Verlosung von mir online. Nämlich könnt ihr da Extensions gewinnen. Dafür solltet ihr eben auf meinem Instagram vorbeischauen. Das ist Schleichwerbung, Opfer! Auf jeden Fall wird es ein Fantreffen in München geben, da ich insgesamt 4 Wochen in München bin. Ach ja, übrigens, ich habe nächsten Monat Geburtstag. Ich bin auch zu meinem Geburtstag in München. Und wie es aussieht, werde ich in P1 feiern. Vielleicht sieht man ja an dem Abend sogar ein paar 18-plus-jährige Follower von mir aus München. Mal schauen. Geil! Wäre auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Okay. Ich habe inzwischen eine Fanadresse. An die könnt ihr mir gerne so Sachen wie Fanart schicken, wenn ihr mich zeichnet, wenn ihr mich malt. Könnt ihr mir das gerne alles per Post schicken. Wenn ihr mir Briefe schreiben möchtet, könnt ihr mir das gerne per Post schicken. Ich freue mich total drauf. Da diese Adresse in München ist, und die Adresse findet ihr unten im ersten Kommentar, der ist angepinnt, oder in der Infobox, je nachdem, wie ich das mit der Einstellung schaffe vom Krankenhaus aus. Naja, auf jeden Fall steht da unten die Adresse und das ist in München. Deswegen, wenn ihr mir was schicken wollt, rate ich das jetzt sehr schnell zu machen, weil ich werde es, sobald ich aus dem Krankenhaus draußen bin, werde ich zu meinem Management gehen und werde mir eben die ganzen Briefe holen. Und wenn ihr mir zu meinem Geburtstag gratulieren wollt, könnt ihr es natürlich gerne auch per Post machen, auch an dieser Adresse, denn dann werde ich mal die ganzen Briefe holen und werde hier meinen Geburtstag öffnen und werde dazu ein Video drehen. Das heißt, wenn ihr in ein Video wollt, schickt mir etwas per Post an diese Adresse und falls ihr mir kleine Pakete schicken möchtet, Regel. Könnt ihr natürlich gerne machen. Ich bin ganz ehrlich, ich gehöre nicht zu den YouTubern, die sagen, nein, schickt mir nichts.
So, wenn ihr mir was schicken möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen, müsst ihr nicht. Aber bitte schickt keine Lebensmittel, weil es eben in München ist und ich nicht so oft in München bin, dass das Ganze nicht das Schimmeln anfängt. Deswegen bitte keine Lebensmittel, bitte. Ich freue mich aber sehr, sehr über eure Briefe und über eure Gemälde und alles. Dann kann ich mir jetzt endlich mal in meinem Zimmer aufhängen und das wäre so, so nice. Oh mein Gott, Leute, ich würde mich so darüber freuen. Opfer. Zur Verlosung kommt ihr auf meinem Instagram. Da heiße ich unterstrich Kim_Nala_. Schaut auf jeden Fall vorbei und folgt mir da natürlich auch. Ich frage mich eh, warum du das noch nicht gemacht hast. Opfer. Schau da mal vorbei. Könnt ihr natürlich alle meine Social Media Links da unten finden. Wenn ihr mir was zum Geburtstag, einen Brief oder so schicken wollt, gerne auch da unten in der Infobox oder im ersten Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt natürlich gerne einen Daumen nach oben und hier unten könnt ihr mir einen Kommentar hinschreiben. Und dort könnt ihr auch kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und falls ihr das schon gemacht habt und wirklich gar nichts mehr verpassen wollt und jedes Mal eine Benachrichtigung wollt, dann solltet ihr auf die Glocke klicken und die Benachrichtigung anschalten, denn dann verpasst ihr sicher gar nichts mehr von mir. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich mache eigentlich ganz unterhaltsame Videos. Und ansonsten, Unicorns, würde ich sagen, eure große Einhornschwester aus dem Internet hat euch lieb. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut!